Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sport Total wird präsentiert von Kick. So, alle warten auf den entscheidenden Pfiff. Der kam jetzt und die Partie ist freigegeben. Jena in der ersten Hälfte ganz im Blau von rechts nach links. Die Gäste in Rot von links nach rechts. Ingolstadt kann sich hier spielerisch befreien. Das gefällt mir richtig gut. Und jetzt dieser Fehler und die Möglichkeit. Pia Reiniger. Situation ist noch nicht entschärft. Nochmal der Abschluss. 16 Minuten gespielt und wir verbuchen die erste ordentliche Chance für die Gäste. Reiniger geht in den Strafraum mit Übersicht. Jetzt auf die linke Seite. Abschluss! Und das Tor! 1:0 für den FC Ingolstadt in der 19. Spielminute. Die dritte Möglichkeit in dieser Partie und das erste Tor nach 19 Spielminuten für die Gäste aus Ingolstadt nach einer schönen Kombination. Nächster Eckball für Ingolstadt. Reiniger und der Ball ist drin. Der Ball ist drin. Direkt nach der Ecke geht der Ball ins Tor. Unfassbar. Das 2:0 für Ingolstadt. Jasmin Janning sieht da natürlich überhaupt nicht gut aus. Aber der Ball, wie der da reinfliegt. Lang in der Luft. Katas Jena vor große Herausforderungen gestellt. Und jetzt wird sie ausgewechselt. Und dann hier die erste richtig fette Chance für Jena in der zweiten Hälfte. 65. Minute. Und da applaudieren die Fans auf der Tribüne auch mal. Ein Ball mit sehr viel Wucht. Sicherlich auch mit ganz viel Wut. Denn die ersten 65 Minuten verliefen mehr als unglücklich für die Gastgeberinnen. 12 Spiele in der Regionalliga. Und dabei 7 Tore erzielt. Stichwort Tore. Jetzt ist hier gerade das 3:0 für Ingolstadt gefallen. Und wir genießen einfach den Jubel der Gäste, denn wir konnten es jetzt leider nicht sehen, um sich darüber für die erste zu empfehlen. Reske geht in den Strafraum, spielt den Ball scharf rein. Ball wird nochmal reingespielt. Kommt nochmal auf den Kasten von Franziska Meier und die macht ihren Arm da ganz, ganz lang. Und hält da die Null im Spiel gegen Jena. Und jetzt ist das Spiel aus. Die Partie ist vorbei. Ingolstadt gewinnt hier hochverdient mit 3:0. Gegen Carl Zeiss Jena nach 98 Spielminuten. Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.